Eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Modernisierung im Elbland-Klinikum in Riesa ist der Brandschutz. Hier wurde im Frühjahr eine ganze Station auf aktuellen Stand gebracht. Ja, zyklisch müssen wir immer wieder neu auf die Anforderungen reagieren, die uns von der Baubehörde auferlegt werden. Und zum anderen gehört eben auch der Brandschutz mit dazu. Im Wesentlichen sind die Baumaßnahmen hier auf den Brandschutz zurückzuführen, die entsprechende Ertüchtigungen erfordern und auch jetzt mit den Neuinbetriebnahmen vorher natürlich erledigt werden müssen. Das Thema Brandschutz ist im täglichen Betrieb nahezu überall erst auf den zweiten Blick zu sehen. In einem Krankenhaus aber besonders wichtig, weiß Patrick Spiegel, Brandschutzbeauftragter der Elbland-Kliniken. Brandschutz im Krankenhaus ist eine ganz wichtige Rolle, weil die Patienten krank sind, die hier sind oder die eine Behandlung bedürfen. Und sie können sich großteils nicht selber bewegen, sind bettlägerig, sind pflegebedürftig und natürlich muss dort die Sicherheit gewährleistet sein. Das heißt, es muss baulich im vorbeugenden Brandschutz alles getan werden, damit es gar nicht zu einem Brand kommt. Und im Falle eines Falles eine Rettung schnellstmöglich und so sicher wie möglich ist. Bei solchen Bauarbeiten steht man in ständiger Abstimmung. Neben dem Brandschutz stand noch einiges mehr auf dem Programm. Brandschutz ist natürlich das Wichtigste, noch dazu im Krankenhaus. Und aus dem Grund hat das natürlich Vorrang. Selbstverständlich wird mit saniert, werden verschiedene Anlagen, die verschlissen sind, mit ersetzt. Ob es jetzt Lüftung ist oder ob es entsprechende Klingelanlagen sind und dergleichen, also Patientenrufanlagen und dergleichen. Das wird alles mit dem Bau dann gleich erledigt. Wichtig ist, dass wir natürlich uns auch an die Zeiten halten für den Umbau. Das ist leider heutzutage noch dazu mit der Corona-Geschichte etwas schwierig. Mittlerweile hat die Chirurgie auf dieser Ebene jetzt mit 60 Betten Platz gefunden. Damit kann im Haupthaus die nächsten Bauarbeiten stattfinden. Und man ist dem großen Ziel in Riesa wieder ein Stück näher.